show you this, I can help. I got two strong arms, I can help. Your child needs a dad, I can help. It would show to me. Name des Gesetzes ist in festgenommen. So nicht. Stehen bleiben! Speerwerfen der Damen wurde von Brigitte Meyer für sich entschieden. Ihre Weite von 162,54 Meter genau kam etwas überraschend. Meine Damen und Herren, FS1 hat nun das Programm beendet. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen eine gute Nacht. Psst. Meine Damen und Herren, außer Programm bringen wir Ihnen nun die Revue Erotique live aus dem Crazy Horse in Paris. Das wird euch so passen. Sein. Guten Morgen, Sonnenschein. Nein, du darfst nicht wahr sein. Guten Morgen, Sonnenschein. Weck mich auf und komm herein. Du kannst leicht singen. Fit mit Ö3. Guten Morgen, hier spricht Ilse Fuck. Wir machen heute eine Liegestütz. Sie wissen ja, nur die Hände aufstützen, die Füße und dann die Arme beugen und strecken. Wiederholen Sie das 5 bis 10 Mal. Vielleicht versuchen Sie nur die Fingerspitzen aufzusetzen. Genieren Sie sich nicht. Machen Sie am besten gleich, egal wo Sie sich gerade befinden. Fit mit Ö3. This morning, you were on my mind. You were. Kommen Sie, stehen Sie endlich auf. Ein Stern, zwei Stern, drei Stern. Guten Morgen, Herr Kronjak. 5 Minuten hast Zeit zum Verschwinden. Willst du drankommen wegen Vagabondage? Das gilt genauso für deinen Freund. Oh.
Wortmeldung des Tages kommt vom Skifahren. In Schönstergund stand heute der Abfahrtslauf der Damen auf dem Programm. Aber sehen Sie selbst. Mit Startnummer 1, eine der Favoritinnen, Marie-Therese Nadig aus der Schweiz. Sie ist vor dem Ziel zu schnell und verfehlt das letzte Richtungstor. Disqualifiziert. Den Österreicherinnen ergeht es nicht besser. Hier Conny Pröll. Die Piste war über Nacht hart und eisig geworden. Pröll verfehlt wie alle anderen das letzte Tor. Damit hat sich keine der Läuferinnen falsch. Auch sie verfehlt das letzte Richtungstor. Nein, ist falsch, wieder falsch. Noch einmal. Pröll verfehlt wie alle anderen das letzte Tor. Jetzt sehen wir aber schon die letzte Läuferin. Ah ja, stimmt. Schade. Jetzt sehen wir aber schon die letzte Läuferin. Aber auch sie schafft es nicht, das Ergebnis. Keine der Läuferinnen konnte sich qualifizieren. Das Rennen wird morgen... Wir setzen es alle zwei auf null. Oh, wieso? Das ist das richtige Spiel für Sie. Zero müssen es sein. Aha. Zorro. Wie bitte? Ja, die Dings, die Null, ne? Und dann... Ja. Only two hearts can be together. Only two lips can be. Only two hearts so far apart. Ain't right. It ain't right. I'm not like your fool on Stephen Tony. Only two hearts. Hände hoch, Polizei! Ja, was? Was ist denn los? Was ist denn? Aufstehen! 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 Umdrehen! Ich bin doch kein Räuber! Das sagst du nachher immer. Aha, was ist das da? Das ist meine Dienstwaffe. Aha, die Märchenstunde haben wir Nachmittag. Rennen weiter. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Wäre ich doch zu Hause geblieben. Es tut uns leid, Herr Kollege. Er ist dieser Privatwagen! Das Auto. Du sollst schauen, du sollst dir das Auto anschauen. Der fährt doch nicht hier. Wo soll ich denn hingehen? Moment. Was ist? Wissen Sie jetzt, wo Sie hinwollen? Ja. Um 23 Schilling. In Richtung Sicherheitsbüro. And fighting for me. Westlow. I got you, babe. I got you. Good night.
bei Kottang. Hier spricht ein Tonband. Wenn Sie eine Nachricht hinterlassen wollen, haben Sie 30 Sekunden Zeit. Sprechen Sie jetzt. Ja. Na, was ist? Sind Sie selber dran, Kottang? Lassen Sie dummen Manöver. Hallo? Ich verstehe Sie so schlecht. Wer spricht? Pilch! Wer? Pilch, Paul, Isidor, Ludwig, Cäsar, Hannibal. Und was war jetzt zu fünft? Der entführte Postbeamte hat sich gemeldet. Einer von den Gangstern ist vielleicht noch zum Erwischen. Sie sind sozusagen schon unterwegs zum Wachzimmer 18. Und wo ist der Dienstwagen? Gibt's keinen. Na, willst du auch mal was erleben? Ist er mitgekommen? Darf ich das? Soll ich dich zuerst als Hilfs-Sheriff vereidigen? Also. FF. Viel Vergnügen.